Hallo, mein Name ist Ricarda Lache von wegezurklarheit.com und heute sprechen wir darüber, welche Dinge dir dein Ego ins Ohr flüstert, um deinen Selbstwert dort zu halten, wo er jetzt gerade ist. Das Ego, kurz nur, was ist das Ego überhaupt? Das Ego ist ein Konstrukt in deinem Kopf. Es ist ein Konzept, das du gebildet hast aufgrund der Erfahrungen, die du wahrscheinlich als Kind gemacht hast. Und jetzt bestimmt das Ego, wie du dich verhältst, wie du dich fühlst und es bestimmt, wie hoch dein Selbstwert ist. Und es steckt für dich auf dem Spielfeld des Lebens Grenzen ab. Und es bittet dich, ja, diese Grenzen nicht zu überschreiten, nämlich zu deinem Wohle. Die Krux ist, dein Ego meint es nämlich recht gut mit dir. Es denkt sich, wenn du innerhalb dieser Grenzen bleibst, bist du sicher und hast ein gutes Leben. Das hat aber auch zur Folge, Veränderung und Weiterentwicklung ist die Sache des Egos nicht. Und wenn du nun an eine dieser Grenzen gehst und so mit der Zehenspitze drüber gehen möchtest, dann hält dich das Ego zurück und flüstert dir Dinge ins Ohr. Und das Ego hat einige Strategien, um dich dazu zu bringen, innerhalb dieser Grenzen zu bleiben. Eine Strategie, und die kommt bei den Frauen häufiger vor als bei Männern, ist die Strategie des Kleinhaltens. Ja. Das erkennst du zum Beispiel an Sätzen, wie wenn du sagst oder von jemand anderen hörst, ach, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Und ach, das ist mir überhaupt nicht wichtig. Oder oh, heute ist es so heiß oder so kalt, da kann ich echt nicht. Oder, naja, wenn ich gewollt hätte, hätte ich mich schon mehr anstrengen können. Ja, also das sind Strategien, wo du immer von Anfang an gleich dein Scheitern ankündigst. Ich hatte zum Beispiel einmal eine Klientin, die von ihrer Mutter immer gehört hat, zuerst kommen die anderen und du kommst am Schluss. Na, was glaubst du, wie diese Klientin sich dann als Erwachsene gefühlt hat? Die hat immer alles für ihren Mann gemacht, für ihre Kinder gemacht, für ihre Arbeitskollegen gemacht. Für sie selber blieb dann keine Zeit, kein Geld und keine Energie mehr. Das heißt, der Selbstwert wurde auch immer kontinuierlich weniger, weniger, weniger. Und erst als wir dieses Gedankenkarussell, dieses Muster durchbrochen haben, erst dann wurde sie zu der Frau, die sie heute ist. Und wie geht das? Ja, das erste ist die Kenntnis, das zweite ist das Tun. Man muss es einfach tun. Das heißt, wenn man erkennt, okay, dieses Thema habe ich zum Beispiel, dass ich mich hinter meiner Familie verstecke, um meinen niedrigen Selbstwert zu kaschieren, dass man dann in der Familie ganz klar festlegt, okay, heute geht es um mich. Heute wird das gemacht, was ich möchte. Ich wünsche mir. Und das mag am Anfang vielleicht ungewohnt erscheinen. Ich sage, ach, das kann ich ja nicht machen. Oh ja, man kann und du kannst auch. Danke dir, wünsche dir alles Gute und ja, wenn du mehr über meine Arbeit erfahren willst, wegezurklarheit.com. Ciao.